Der Sturm ist vorbei, der Regen auch ganz schnell durchgezogen und schon weg. Hat Salz gegeben, hat Salz genommen, hat allen das gegeben, den Tieren, den Vögeln, den Pflanzen. Sie beten ja auch, zwitschern der Vögel, gelangt zum Himmel, in die Atmosphäre. Und die Wolken sagen, oh, da gibt es welche, die wollen, dass wir wieder etwas Wasser auf die Erde geben und geben es. Die Menschen sagen, nein, kein Regen, wir haben hier unsere Wasserleitung und so weiter. Da hört die Natur nicht auf den Menschen. Und es wird in der Zukunft auch so bleiben, meine lieben Freunde. Deshalb, wenn der Sturm vorbeizieht, dann freue dich und dann geht es wieder weiter. Dann kommt bald die Sonne und das Leben stärkt sich nach dem Regen. So soll es auch sein in deiner geistlichen Welt. Wenn eine Flut der Liebe und der Fürsorge in dein Leben tritt, der Annahme und der Beachtung, dann solltest du es annehmen und es schätzen und nicht mit den Füßen treten. In der Zukunft wird es keine vielen versuchen, denn die, die rechtschaffen sind und die in der Liebe sind und die an sich glauben, nicht an einen bescheuerten Gott, der hier seinen Unfug treibt, sondern an sich selbst und an die höchste Macht des Universums, die Liebe, sie werden keine Zeit mehr für dich finden und haben. Es wird Zeit für sich zu leben und nicht barmherzig zu sein zu den anderen, die nicht dabei sein wollen. Die dabei sein wollen, aber dass alles getan wird von irgendjemandem. Alles, was du selbst tust, das gehört zu dir. Was du nicht tust, gehört dir nicht. Was du in dir erschaffst, ist deins. Was du von außen in dich lässt, das geht auch aus dir weg. Deshalb erschaffe dich in dir und aus dir, mein lieber Freund, damit du in der neuen Welt, der Friedenswelt, die definitiv und unzerstörlich eingetreten ist, dabei bist du.